Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es uns schon sehen könnt, werden heute die Server offline gehen. Das heißt, heute werden wir auch hoffentlich das große Winter oder die 14 Tage Fortnite-Freischaltung bekommen. Die hatten gestern geschrieben, dass es etwas Probleme gab, die wahrscheinlich jetzt eben halt mit dem kleinen Update gefixt werden. Wird wahrscheinlich nicht allzu viel reinkommen, eben halt außer 14 Tage Fortnite. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass es jetzt ein Tag verspätet, immerhin wieder jetzt angekündigt wurde. Ich würde sagen, schauen wir uns den Item Shop an. Heute haben wir den Oberknacker drin. Der hat ja mittlerweile neue Ziele. Das kam ja letztes Jahr dazu. Hier der Vogel, das Vogelknacker Backpack. Und mittlerweile hat er ja noch einen blauen Stil bekommen. Einen goldenen Stil, der ziemlich witzig aussieht. Und dann so einen rosa Stil, der einfach komplett wie so ein Halloween Skin aussieht. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich finde, für einen goldenen Skin ist das auch, oder für einen legendären Skin ist das auch schon etwas, was eigentlich sein muss, weil der eben halt so relativ wenig hatte. Dann haben wir als nächstes die Knackerella. Die weibliche Version ist etwas günstiger, hat dafür aber auch keine Seeder. Dazu dann die Schneekugel mit einem kleinen Lebkuchenmann da drin. Dann haben wir den Krypto-Skin mit der Enigma-Lackierung. Als nächstes haben wir den Birdie-Skin. Dazu den Golfsteiger. Dann haben wir Faustjubel. Als nächstes haben wir die Gefahrenagentin mit dem gelben Stil. So finde ich den auch nicht wirklich schön, den Skin hier mit dem grünen. Aber mit dem gelben sieht er tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Zumindest besser als vorher. Dann haben wir Hackenknacker. War wahrscheinlich dann seit dem letzten Mal, als der Nussknacker drin war, auch nicht mehr im Shop drin. Ist jetzt auch erst das zweite Mal. Sieht aus, als würde man irgendwie ein FPS noch haben, aber ist natürlich so gewollt. Dann haben wir noch Gute Laune Gang als Fortbewegungs-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.